Freunde, hier ist wieder euer Eierkopf und heute gibt es ein interessantes Video. Ich bin gerade zu Alpe reingegangen. Ich habe ihm gesagt, hier, nimm mal kurz Mikrofon. Ich wollte eigentlich was ganz anderes heute starten. Aber ja, komm, lass uns einfach mal überraschen. Er hat gesagt, okay, wir müssen gleich reden. Ich gehe mal rein. Ich glaube, er ist schon da. Aber ich weiß nicht, was los Kev, ist. Was geht ab? Alper, warum machst du hier so einen auf Tisch? Erstmal hi. Ja. Darf ich reinkommen? Ja, aber nur noch einen Schritt. Okay, kannst du mir mal kurz sagen, was Sache ist? Warum machst du hier so, also... Wieso? Ja? So, ich habe dir doch letztes Mal gesagt, du sollst mir 5 neue Produkte bringen, die ich nicht in meinem Sortiment habe. Ich habe 12 gebracht und 5 hast du aufgenommen. 5 sollten wir ja aufnehmen, ja? Ja. Ich gebe dir jetzt eine Minute Zeit, einmal zu schauen. Okay. Ob hier irgendetwas sich an dem Sortiment verändert. Du siehst ja, ich habe neue Sachen dazu geholt. Hast du meine 5 Sachen aufgenommen? Ja, guck doch mal. Hey Freunde, Alper, gib mir doch mal einen Tipp. Also ich hatte diese komischen, diese Schokodinger, diese Trichter hatte ich. Dann hatte ich diese KitKat. Dann hatte ich diese, wie heißen die nochmal? Center Shocks. Hast du die nicht? Die hattest du doch. Ja, die haben wir ja verschenkt, ne, in deinem Namen. Sind alle verschenkt rausgegangen. Hast du nichts aufgenommen davon? Ja, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Sag mal. Ja, wo ist der Flash? Es hat mich nicht geflasht. Hä, und jetzt? Und warum? Und jetzt kriegst du von mir eine neue Aufgabe. Das ist aber wirklich die allerletzte Chance. Ansonsten heißt es für dich einen Monat. Februar ist für dich sonst gestrichen, Kev. Also, ich brauche von dir 5 neue Produkte. Wie jetzt? Wieder 5? Ja, 5 neue Produkte, mein Freund. Okay. Diesmal müssen sie mich aus den Schuhen raushauen. Aber 5 Produkte willst du aufnehmen oder weniger? Bring mir einfach wieder 5 mit, ja? Okay. Einer muss mich davon auf jeden Fall aus den Socken hauen. Okay, Alper, ja, also, dann würde ich sagen, Alper, jetzt du Abfahrt. Oh, du holst schon mir jetzt wieder die neuen Produkte, Alper. Mein Freund. Ja, ja. Hallo, Alper, hin oder her. Ich hab's doch geschafft, Alper. Nee, ich brauche neue Produkte. Alper. Bis denn. Ach so, deine Uhrzeit. Du kriegst von mir wieder nur eine Stunde. Weißt du was? 30 Minuten. Für die Frechheit 30 Minuten. Alper. Zeit läuft ab jetzt. Alper bringt dir keine Plusminuten. Tschüss, tschüss. Ey, Freunde. Ich sag euch ganz ehrlich, ich lasse das nicht auf mir sitzen. Ich habe eine Überraschung im Auto. Warte mal, ich gehe da mal live hin. Ich werde dir 5 neue Produkte holen. Alper, und du wirst die auch blind testen. Und ein Produkt, vielleicht nimmst du es auf, vielleicht nimmst du es nicht auf. Aber wenn Alper blind 5 Produkte testet, dann wird Alper eine Sache ganz besonders testen. Ich werde Alper blind den Salt Chip unterjubeln. Und dann habe ich das letzte Mal Candy Palace Verbot bekommen. Freunde, abonniert jetzt den Kanal. Ich prüfe einmal eben. Wenn du jetzt nicht abonnierst, dann musst du den Salt Chip essen. Ich sag dir das. Okay, gib auch mal einen Daumen nach oben. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir fahren zum ersten Süßigkeitenladen. Er schickt mich ja wieder zur Konkurrenz. Und dann kriegt er den Salt Chip zu essen. Okay, Freunde, wie ihr es hört, ich bin tatsächlich mitten in der Innenstadt von Bremen und hier hat einfach mal so ein neuer Süßigkeitenladen aufgemacht. Davon gibt es jetzt schon 3 in Bremen von House of Sweets. Aber ich würde sagen, wir gehen rein. Letztes Mal waren wir bei einem anderen, deswegen hoffe ich, dass wir hier eine ganz gute Auswahl bekommen und ein paar nice Sachen finden, die Alper auf jeden Fall feiern wird. Also, wir müssen ihn auf jeden Fall überzeugen. Maybrit ist auch mit. Hallo. Hallo. Hast du schon irgendwie was gefunden, was Alper umhauen könnte? Ich Alter, gibt es echt viele Sachen hier. Gibt's auch irgendwie so Sammelkarten oder so. Ich überlege, guck mal, hier gibt es noch sowas, schau mal. Irgendwie so Oreo mit Honig. Das hat Alper auf jeden Fall nicht in seinem Laden. Das weiß ich hundertprozentig. Die Oreos sind auf jeden Fall interessant, aber hast du das hier schon mal gesehen? Das sind so Fruchtgummis und SpongeBob. Die sehen cool aus. Ey, Freunde. Ratet mal, wie viel das hier kostet. Du musst auch einmal raten. Wenn du schon so sagst, so 29 Euro. Mehr. Ich glaube, das könnte rein theoretisch auch Alper gefallen. 45 Euro, Freunde, das ist ein bisschen zu viel. Sollen wir sonst ihm noch ein Harry Potter Getränk mitnehmen? Die hat er auf jeden Fall auch nicht. Ah, das sind doch sogar die glitzernden. Ja, ja, schüttel das mal. Guck mal, oder? Ja, doch, hier. Ja, das Grüne, schüttel mal das Grüne. Uns wurde gerade gesagt, das Grüne ist cooler. Oh, doch, das ist schön. Oha, ja, das ist krass. Komm, das nehmen wir auch mit. Dann haben wir 3 Sachen von hier. Ich würde sagen, die sind gut. Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich? Hast du hier irgendeine Sache, die du richtig krass findest? Die? Das ist krass, aber welche Sorte? Das sind ja ganz viele Sorten hier. Genau diese. Genau diese pinke hier? Gibst du mir dein Wort? Ist das krass? Gibst du mir eine Faust drauf? Ja? Wie heißt du denn, dass ich sage, dass es auf deine Empfehlung ist? Ich heiße David. David heißt du? Ja.
Okay, David, ich danke dir. Freunde, wir sind jetzt am Auto. Ihr seht, dreimal Salt Chip. Einmal das Getränk vom Zuschauer, einmal dieses Harry Potter Getränk und die zwei Sachen. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt auf jeden Fall noch zu einem zweiten Laden und werden da auch noch mal nach coolen Sachen gucken. Aber Alper, mach dich gefasst. Salt Chip. So, Freunde, wir sind jetzt bei Candy Bar. Und das Coole tatsächlich, hier gibt es auch sau viele Rabatte. Irgendwie 40%, 20%, 50%. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. Und wir brauchen noch 2 bis 3 Sachen. Okay, Freunde, also ihr seht, natürlich Takis und so weiter gibt es hier auch. Aber wir brauchen natürlich irgendwas, was Alper umhaut. Oh, schaut mal hier. Irgendwie so Popcorn-Ding-Dongs. Boah. Ey, ich habe keine Ahnung. Das ist Red Bull aus Thailand, Freunde. Guckt euch das mal an. Also ich bin ja leidenschaftlicher Red Bull-Fan. Guck mal, sieht echt geil aus. Ich glaube, davon nehme ich mal eins mit. Einfach mal, um es zu testen. Okay, Freunde, ich glaube, wir haben das, was ich suche. Ich glaube, wir nehmen diese M&M's Ostereier mit. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Alper das feiert. Aber ihr wisst ja, ich bin der Eierkopf. Freunde, an der Stelle alle mal Hashtag Eierkopf in die Kommentare schreiben dafür, dass ich jetzt hier M&M's in Eierform nehme. Ich würde sagen, wir nehmen nur die beiden Sachen mit. Ich glaube, dann haben wir auch genug. Und wir haben auch noch den Salt Chip. Okay, Freunde, wir sind jetzt am Parkplatz bei Candy Palace angekommen. Maybrit hat ja auch schon die ersten Sachen in der Hand. Ich muss jetzt nur gucken. Alper wird uns ja normal die Tür aufmachen. Das heißt... Ich habe eine Idee. Schau mal, den tue ich hier in meine Seitentasche da rein. Boah, das ist krass. Schau mal. Warte mal, ich mache euch den mal so rum, dass ihr den noch sehen könnt, Freunde. Da ist der jetzt drin. Okay, dann nehme ich nochmal die anderen Sachen mit. Und dann bin ich mal gespannt, was Alper gleich sagen wird. Ich auch. Ich hoffe nicht, dass der mich so richtig so boxt. Oder okay, boxen wird mich Alper nicht, aber dass ich dann wirklich so einen Monat Candy Palace Verbot bekomme. Bin gespannt. Okay, Freunde, wir nehmen alles mit und dann geht's rein. So, Freunde, wir sind jetzt vor Candy Palace drin. Da hinten ist auch schon Rabi. Ich bin gerade zu Rabi reingegangen, habe ihm schon mal ein Mikrofon gegeben, damit Alper uns nicht bemerkt. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein. Hi, Rabi, was geht? Peace, Jungs, alles gut? Wo ist Alper gerade? Hinten. Zockt der gerade? Ja, der ist am Zocken hinten. Ey, wir müssen einmal die Sachen hier reinpacken, dass er die noch nicht direkt sieht. Hast du eine Tüte für uns? Ja. Du wolltest, ich weiß, läuft dein Zeug gleich ab, ne? Ja? Nein? Wir haben noch 3 Minuten. Ja, okay. Dann müsst du bestimmt dann gleich kommen. Ja, ich sag dir Bescheid, sobald er da ist. Rabi, ich muss dir nochmal was zeigen. Ich werde den gleich richtig hops. Den muss er essen. Gib ihm mal dein Mikrofon, sag mal, Kevin ist vor der Tür. Ja. Und dann kommen wir nochmal mit den Sachen hier rein, ja? Damit die Sachen hier offiziell drin. Alper müsste jetzt Bescheid wissen, aber wir gehen jetzt nochmal richtig wieder rein, ja? Komm, so einmal kurz tun, so bla 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 bla. Alper! Ja? Alper! Kevin ist da. Kevin, du hast noch 2 Minuten, ne? Ich höre die Musik. Hörst du die auch, Rabi? Ja, ich komme jetzt schon wieder. Ich glaube von hinten. Hä? Alter! Hi, da bin ich wieder. Hi. Alper, na, ich habe es doch rechtzeitig geschafft. Was, ne? Wie viel Zeit hatte ich noch? 2 Minuten. Wir sind Profis. Ja. Alper, ich habe coole Sachen vorbereitet. Ich bin Wollen gespannt. Wir hinten sonst uns eben ins Lager setzen? Ja, okay. Ja? Dann komm mit. So, Alper, ich habe coole Sachen dabei. Was denn? Was isst du denn da? Ein Erdbeerkompott. Gibt's ja auch bei dem Candy Palace. Nein. Alper, du verkackst übrigens gerade die Runde. Ist nicht schlimm. Lass ihn runterfallen. Okay, du musst einmal sagen, wo wollen wir den Test machen? Ich habe 5 Sachen, die werden wir jetzt gleich akribisch dir geben. Ja. Und du musst die total gut analysieren, weil ich habe wirklich Angst, dass du sagst, keine Sache davon gefällt dir. Ich bin gespannt. Und du musst natürlich ganz wichtig die Augen wieder zumachen, ne? Okay. Okay, Alper, ja. Du musst jetzt einmal die Augen zumachen. Freunde, ich werde die Sachen jetzt einmal hier oben platzieren. Alper, du darfst ab jetzt wirklich nicht mehr gucken, okay? Nein, ich gucke nicht. Okay, Alper, die Sachen liegen bereit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maybrit, was sagst du, was glaubst du, was ist ein Hardcore-Ding, was Alper überzeugen wird? Das SpongeBob-Ding. Das hier? Freunde, guckt euch das nochmal an. Jetzt hat Alper schon ein bisschen gespoilert bekommen. Ich hoffe, er kennt es nicht. Alper, ich mach dir das direkt auch einmal eben hier auf. Mhm. Mach mal Mund auf. So, du kannst abbeißen. Mhm. Okay, du darfst nicht gucken. Ich zeig dir jetzt einmal vors Gesicht direkt, was es ist. Okay. Aber nee, wobei, sag erstmal 1 bis 10, ob es gut ist. Ja, ist eine 7. Eine 7? Ja. Okay, ich zeig's aber trotzdem mal vom Gesicht. Du kannst Augen aufmachen. Kennst du die? Ja. Okay, findest du die cool? Also die Packung ist mega geil, muss ich sagen. Die Packung, ja, ich hab sie doch schon. Guck mal, hier sind... Nee, oder? Ich hab doch Roll-Ups. Aber nicht von SpongeBob Edition. Nein, das nicht, aber Roll-Ups habe ich da. Alper, was sagst du? Ist gut? Nehmen wir direkt auf? Komm in den Laden vorne? Du zeigst mir jetzt erstmal noch mal ein paar andere Sachen. Okay, Freunde, die nächste Sache. Maybrit, ich glaube, wir müssen jetzt... Oder? Oh doch, nee, eigentlich komm. Also, Alper, ich sag dir ganz ehrlich, wenn du die Sache nicht feierst, dann magst du mich auch nicht. Okay. Oh mein Gott.
Ey, Alper, mach mal Hände auf, das kannst du dir so in den Mund tun. Ich mach dir einfach nur mal so zwei rein. Okay. Ich probier auch mal. Guck dir mal ein bisschen die Form an. Ich gebe dir noch mal einen rein in die Hand. Fühl mal so ein bisschen. An was erinnert dich das? An deinen Kopf. Eierkopf. Willst du einmal gucken? Okay, aber guck nur nach vorne jetzt. Ist was für Ostern, sag ich dir ehrlich. Das sind einfach M&Ms in Eierform. Fast wie dein Kopf. Ja, in Eierkopfform, Freunde. Ich glaube, M&Ms, das ist eine insgeheime Kooperation mit mir. Was sagst du? Ja, nein. Weiß ich noch nicht. Auch kurz beiseite, bitte. Okay, Augen wieder zu? Ja. Okay, zwei Sachen. Wir haben insgesamt noch 1, 2, 3, 4, 5. Davon müssen wir jetzt noch 3 auswählen, Maybrit. Wir haben ja noch die eine Sache, die ihn auf jeden Fall überzeugen wird. Aber ich würde noch sagen, eine Sache davor. Eine Sache davor und dann die Sache, die ihn überzeugen wird, ne, Freunde? Das muss ihn wirklich überzeugen. Entweder wir machen halt eins von den drei Sachen oder das. Alper, ja? Bist du Getränke-Fan? Ja. Ja? Ja. Aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, 100 Jahre nur trinken oder 100 Jahre nur essen? Essen würde ich nehmen. Okay, die Antwort reicht mir. Das heißt, Freunde, da bin ich wirklich mal gespannt. Das muss ich auch selber probieren. Die sehen echt richtig cool aus. Also, Hand auf bitte einmal. Zack. Ja, kannst du so direkt reinbeißen. Und? Nee. Oh, oh. Okay, das habe ich schon gesehen. Habe ich einen guten Instinkt gehabt, warum ich das bis jetzt noch nicht in mein Sortiment aufgenommen habe. Egal, Augen zu. Alper, wenn ich dich jetzt noch nicht überzeugen konnte. Kann ich was zum Nachspülen haben irgendwie? Das wäre schön. Nehmen das hier. Alper, ist jetzt einfach nur was zum Nachspülen. Das zählt jetzt nicht mit dazu, aber du wolltest irgendwas zum Nachspülen haben. Ist genau. Eine Empfehlung vom Zuschauer. Was sagst du? Also, dem jungen Mann zuliebe oder der jungen Dame. Ja, ist okay, aber der schafft das nicht hier in die Kühlschränke, ich sag dir das. Alper, die nächste Sache, die ist gut. Okay. Film das mal für Alper mit für sein TikTok. So, Alper. Ja. Halt das mal einmal, ich packe mal erstmal kurz die nächste Sache aus. Ich hoffe, das schmeckt mir. Ja, das ist super lecker. Also, die nächste Sache wird safe in den Laden aufgenommen. Was meinst du, Rabi? 100%ig. Mund weit auf, ja? Und du musst, wenn ich das rein tue, musst du direkt kauen und so. Okay? Okay. Weit auf. Und jetzt probieren. Alper? Alper, alles gut? Alper, du kannst Augen aufmachen. Geh mal geradeaus auf die Toilette. Und weg ist er. Alper, alles okay bei dir? Ja. Ja, alles gut. Zeig mal deine Zunge. Also Alper, was sagst du, kommt das mit in den Laden rein? Ich glaube, wir müssen das wie Männer unter vier Augen mal einmal besprechen. Wie jetzt? Ja. Okay, könnt ihr einmal eben kurz rausgehen, ich muss das mal einmal mit Alper klären, ja? Ey, ist alles okay bei dir? Also, ich wollte dich wirklich Das ist überhaupt nicht cool gewesen, ne? Ich sag dir das, du. Eigentlich dachte ich, ja, Maybrit ist immer richtig cool zu mir und wir sind richtig gut miteinander. Maybrit, du kriegst das jetzt zurück. Ich will, dass du sie damit prankst. Sie soll das auch essen. Es tut mir leid, Maybrit. Wir sehen uns im nächsten Clip. Freunde, ich bin jetzt zu Hause und es gibt einmal die Kurzfassung, wie ich es jetzt schaffe, Maybrit mit dem Saltchip zu pranken. Ich habe zu ihr gesagt, dass mir Alper eine neue Nachos-Packung mitgegeben hat und ich möchte, dass sie einfach mal blind testet, ob diese neue Nachos-Packung schmeckt oder nicht. Aber insgeheim muss sie natürlich den Saltchip essen. Mund auf, schön weit auf und probieren. Oh mein Gott. Was ist so reichlich? Oh, Kevin. Maybrit? Maybrit geht's gut, Freunde. Maybrit, alles okay? Wie hat dir der neue Chip geschmeckt? Hey, nein, ey! Freunde! Ich dachte, du wolltest nur Alper pranken und ich sag noch wie so eine Verrückte, zum Glück muss ich den nicht essen. Freunde, ich glaube, Maybrit, ich gehe mal meinen Hamster besuchen. Wir haben keinen Hamster. Tschüss, Freunde, macht das Ganze nicht nach. Ihr habt ja gesehen, also, ne, die sind nicht so ausgerastet wie ich zum Glück, die beiden. Aber das ist echt eklig.